Dann befreien wir dich mal, ne, Charlie? Alter, bist du der Papa von Gollum? Guckt euch mal die Augen an. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie raus. Ich seh's, du hast nämlich keiner. Du hast ja also. Mords die Augen. Huni! Hoi. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon draufschießen, aber ich wollte nicht, dass das Tier in 1000 Teile zerfetzt. Kommst du mit? Du kommst mit. Hubschrauber fliegen? Yeah. Wie weit müssen wir denn fliegen? Ja, genau. Da fliegen wir mal. Ich fliege. Ist das cool? Oder ist das cool? Wie geht es? Ah, das ist so wie die Drohne. Geht es auch schneller? Wo bringt ihr mich hin? Zu ihren Freunden. Entonces Pacatari hat also einen Handel mit den Malditos geschlossen. Oh, shit. Ach du Scheiße. Klären Sie das unter sich. Oh, das Fliegen ist doch ein bisschen doofer, als ich dachte. Geht es auch irgendwie schneller? Oh, oh, fuck. Oh, oh, oh. So, jetzt? Schnellwendung. Ne. Das ist ja ein Drama. Wisst ihr was? Einmal aussteigen bitte. Ich fliege nicht mehr, ich sitze hinten. Soll jemand anders fliegen? Hallo? Fliegt einer vielleicht von euch? Oh, ist doch jetzt nicht wahr. Das hat ja super geklappt. Dachte, dann fliegt jemand anders. Oh, scheiße, jetzt darf ich den blöden Bock fliegen. Das sieht so langsam aus. Meine Herrschaften. Sind ja nur noch zarte 1,9 Kilometer. Oh Mann. Ne, also Motorradfahren und Hubschrauber gleich doof. Aber wie ich rumeier. Ja, ein bisschen höher, sonst fliegen wir noch gleich in den Busch rein. Da ist schon was los. Ah. Aber schön, dass die Blätter so weggehen. Taktikkarte zu öffnen. Okay, warum? Das Kartell hat einen Rebellenführer namens Amaru geschnappt. Ja. Zwei Marines wollen nach Houston fliegen. Marines? Auch nicht schon wieder. Das wird gut. Kaum sitzen sie auf ihrem Platz, als ein Corporal der Army durch den Gang marschiert und sich auf den Platz neben sie setzt. Der Corporal zieht sich die Stiefel aus und macht es sich gemütlich. Die beiden Marines werfen einen Blick auf ihn und beschließen, sich einen Spaß zu machen. Als das Flugzeug in der Luft ist, sagt der Marine am Fenster zu dem Corporal: Hey Mann, könntest du mir wohl was zu trinken holen? Kein Problem, sagt der Army-Typ. Springt auf und geht zur Flugbegleiterin. Kaum ist er weg, nimmt der Marine einen der Stiefel des Corporals und spuckt rein. Das ist echt. Das war's. Oh, 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 oh. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Jetzt aber. Ich sehe eine Waffenkiste. Die Witze werden immer schlechter. Ah, wir sind angekommen. Danke, Jungs. Super gemacht. Hm, cool. Mitnehmen. Ja, kann ich gebrauchen. Boah, ist das so ein... Da stehe ich ja voll drauf. Scharfschützengewehr. Präzision. Ja, Tatsache. Oh, Jungs. Also, um ehrlich zu sein, möchte ich gerne... Ne, Teile nicht. Möchte ich gerne diese Waffe haben? Schön. Und dafür gibt es Teile?
Ändern? Neue Teile. Zieloptik. Das ist ja nice. Ist das euer Ernst? Es gibt ja 1000 Teile, was man da holen kann. Handarbeit, Feuerrate. Nehmen wir mal das. Schön. Schön, schön. Also, Jordi, wir haben dich hier abgeliefert. Ja, Munition brauchen wir ja nicht. Doch, nehmen wir mal mit. Haben wir einen Huhn getötet. Sichern. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie. Burrito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Wenyu ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Aber auch jeden Stein. Yeah, Einsatz abgeschlossen. 350 Erfahrungspunkte. Judy und Polito kommt rein. Das ist die Info zu La Judy und El Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Baumans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juli und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. Schön. Nachforschungen. Stellen Sie in einer Provinz Nachforschungen an, um etwas über den dortigen Buschern herauszufinden. Wählen Sie wichtige Aufklärungsdaten auf der Taktikkarte. Schalten Sie Einsätze in Provinz frei. Großes Kino, Video verfügbar. Oh, hoffentlich geht es nicht lange. Bitte sag, dass es nicht lange geht. 4 Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Juri und El Polito. Polito. Juri und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Juri Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Genau. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme, schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Juri und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Judy und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, 4 Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Sueño, Ricky, Judy und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Sueño ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang.
Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Svenjo ihn. Okay. Aha. Ein heißer Typ und eine heiße Schnitte. Schön, das sind unsere drei Ziele. Ja, die nehmen wir mal mit. Was geht hier ab? Ein Ziel für Geheiminformationen. Naja, das machen wir alles in den Nebenquests. Motorrad am Arsch. Ich will ein Auto haben. Da, hier. Flieg den Scheiß nicht nochmal. Da könnte mich mal... Los geht's. So, steigt ein, Freunde. Steigen die auch ein, wenn ich losfahre? Ja, steigen sie. So, düsen wir mal hin. Ah, viel besser mit dem Auto. Warum ist es so rot? Ist das jetzt schlimm? Ach komm, dann fahren wir einfach mal vorbei. Wen juckt's? Juhu! Ja, genau. Geht doch ganz schnell. Da könnte man den einen Typ jetzt verhören. Aber das machen wir alles in den Streamings. Jo. Oh. Norman, Pakatari ist in der Leitung. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, hau rein. Compadre. Ich habe ein Problem in Itaqua und Bowman hat mich an dich verwiesen. Meine Leute in Itaqua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch das Kartell und die Grauen von Yuri Hippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Okay. Was stecken, Katari? Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Schon erledigt. Gibt Pakatari uns jetzt Befehle? Katari braucht den Konvoi und er kriegt ihn von uns. Je mehr... Wo will er jetzt den Konvoi haben? Flamme der Rebellion, das ist da. Jetzt checken wir aber erstmal das noch ab. Desto mehr können wir im Gegenzug verlangen. Die Drohne ist oben. Oh, zack. Markiere Gegner, steht da mit Einheimischen. Na toll. Läuft ja wie geschnitten Brot. Das ist eine ganze Stadt. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Aufklärungsdaten. Müssen wir alle platt machen? Eigentlich nicht. Ah, okay. Hab noch einen. Macht fünf. Okay. Wisst ihr was? Da laufen wir einfach mal Chili Manilli hoch. Wir möchten ja nur die Daten haben, mehr möchten wir ja gar nicht. Ich habe Bedenken. Sehen die uns? Sehen die uns? Sehen die uns? Die sehen uns nicht. Okay. Schleichen uns einmal vorbei. Oh, okay. Glück dürfen wir auch mal haben. Boah, 500. Fertigkeitenpunkte. Körper, Ausdauer. Was ich bräuchte, wäre die Drohne. Bräuchte ich mal ein bisschen mehr Reichweite. Da
ist nichts. Da drin. Ihr verarscht mich doch. Soll ich denn da reinkommen? Oh, okay. Da ist einer. Da sind welche eingesperrt. Reifenstapel. Ah, jetzt geht der Akku noch leer. Da drüben, neben dem Container. Wie weit läuft der? Ach du Scheiße. Oh, du Scheiße. Das sieht gar nicht gut aus. Sind halt ewig viele. Greife Tangos an. Tango getroffen. Dass sie auch mit einem Schuss platt sind. Muss ich erstmal hier rein und den platt machen. Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Mega cool. So, hier können wir nochmal ein paar Punkte sammeln. Ach, tut mir leid, dass ich manchmal so still bin, aber es ist einfach so was für die Konzentration. Hallo? Hallo? Das ist jetzt da oben. Ne, kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt da oben ist. Was geht mit euch so? Alles gut, alles gut. Hä? Wo ist das? Oh, ich krieg Plack. Wo ist das Teil jetzt? Bin ich blind? Na toll, hier ist es. Aber wir verabschieden uns immer weiter von der eigentlichen Hauptmission. Aber es macht so Spaß, die Sachen einzusammeln. Vor allem sind die so einfach hier zu bekommen. So, hier auch nochmal schnell rein. Treibstoff 500. Läuft. Was gibt's hier noch so Schönes? Gut, perfekt. Achtung, Feindpräsenz. Ausatmen. Für meinen Geschmack gehen die mir ein bisschen zu schnell kaputt.
war einer. So. So, schön essen nehmen wir mal mit. Einmal mal geschmeidig die falsche Taste gedrückt, auch okay. So, hier Unterlagen. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns. Da sind Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Dokumente. Reicht es? Ja, das reicht. Nachschubbefehl, Rebellion. Oh, shit. Entschuldigung. Ah, fuck. Wo? Shit. Ah, Mist. Ein Kreation liegt auf dem Boden. Bitte helfen. Es ist ja nur einer. Mann. Tja gut, das passiert auch zum ersten Mal, ne? Schön. Das. Nö. Wir verpissen uns ein bisschen. Ich möchte noch die Unterlage da oben holen. Santa Blanca greift die Rebellen an. Das ist ja nett. Ja, das können die machen. Müssen wir noch jedes Mal dabei sein. Da müssen wir nicht jedes Mal am Start sein. Ja, bla. Komm schon! So, fett. Essen auch dabei? Wollte gerade aussagen, könntest du mir mal ein bisschen helfen, Mann. Setze Drohne ein. So. Das ist oben. Da, Tatsache. Da ist das oben. Schön. Gut, was müssen wir machen? Das haben wir jetzt gerockt. Informationslager, das haben wir eben schon mal so ein bisschen mitbekommen. Da sind ja mehrere. Und um ehrlich zu sein, müssten wir jetzt als nächstes hier hin. Scheiße. Bumm. Ich krieg Verstärkung vom Kartell. Ja. Dann klauen wir uns jetzt ein Auto und. Nein, nicht Fahrer. Oh, shit. Oh, wusste ich nicht? Ja, genau. Wir fahren mal. Ups. Oh, da wären noch Informationen, aber scheiß drauf. Und falsch gefahren. Herzlichen Glückwunsch, Herr van Gerven. Super. Ja, ist ja gut. Tut mir leid, wenn die da auch so rumstehen. Ha, super. Hat ja perfekt geklappt.
Ach, jetzt sieht man da oben rechts so ein kleiner Strichchen. Und ich denke, wenn das Ding voll ist, dann ist die Kacke am Dampfen. Sowas wie die Polizei, denke ich. Oh, eins der schnellsten Autos haben wir uns wieder gegriffen. So. Aussteige, während der Fahrt. Oh, ist das gut. Drüben am Heli. Unidad. Unidad sind eine gefährliche Feindfraktion, die sie angreift, sobald sie sie sieht. Töten sie Unidad, dann steigt die Unidad-Patrouillenstufe, wenn sie nicht unentdeckt bleibt. Je höher die Patrouillenstufe, desto mehr Unidad-Soldaten sind ihnen auf den Fersen. Ja, schön. Hab noch ein Tango. Hab ein drittes Ziel. Das macht fünf. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ach, Maschinenpistole. Wo haben wir nochmal was? Ich sehe einen Hauptmann. Einen Hauptmann. Schalldämpfer. Können Sie Schalldämpfer für Waffe anbringen oder entfernen? Schärfe ist leiser, richtet aber auch weniger Schaden an. Ja gut, passt. Ach du Scheiße. Granate fliegt, nehmt das. Und tschüss. Kann loslegen. Ja, dann mach mal. Komm schon. So. Ja, das Visier ist nicht so schlecht. Ist ganz schick. Kriege ich den Sack jetzt auch noch? So, erledigt. Läuft bei uns. Haben wir ja gut gemacht. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Up. I'm wilding out. I'm leaning in. I'm leaning in. Pushing off my sneakers to the ground. I do not jump. I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm top down. Look, I'ma call it swagger. I slip through time zones like a cloak and dagger. Mad rubies on my chain. You can see your mane bubbling, blood vein. Your girl's in my ear because she's sipping on my champagne. That's right, six figures in my back pocket. And that's right, 1 milli in my safe deposit. That's right, I'm trill all day. I'm my way to a milli, staying real all day. Man, I rejigged the game plan. Scoop up your girl and she's getting the spray tan. Ha! And it was easy as that. Just a few lines of game and we out through the back. I got a black whip, take it to the streets. In the summer heat, the bass turned up. Leggy blonde on this hot beat. Can't touch me like I make ghosts.